In diesem Video teste ich den neuen E-Scooter von Bolt. Wir haben wieder einen neuen Scooter in Dortmund und zwar einen Scooter bzw. die Scooter von Bolt. Und das letzte Mal, dass wir einen neuen Scooter hatten, war vor über einem Jahr. Das war Bird. Das war auch nicht so der Brüller, auch zumindest in meinem Review. Ich kann den nochmal hier oben verlinken. Aber jetzt hat es lange gedauert. Wir können wieder einen Test machen. Bolt ist auch keine junge Firma. Die gibt es schon seit 2013. Die kommen aus Estland. Ist insofern nochmal doppelt witzig für mich, weil ich bin ja estnischer digitaler Staatsbürger. Habe ich, glaube ich, noch kein Video zu gemacht. Aber ist eine andere Geschichte. Nichtsdestotrotz, die sind mittlerweile in 40 Ländern, haben auch eine große, über 100 Millionen Dollar Investitionsrunde bekommen und ja, haben sich jetzt entschieden, in Dortmund auch an den Start zu gehen mit einem absoluten Kampfpreis. Pro Minute 1 Cent. Normalerweise woanders pro Minute 5 Cent. 5 Cent auch schon absoluter Kampfpreis und dabei keine Freischaltgebühr. Freischaltgebühr ist ja im Regelfall 1 Euro, ist für viele schon eine Hürde, haben die nicht. Ob das beides so bleibt, also der Preis pro Minute und keine Freischaltgebühr, ja, steht mal in den Sternen. Auch Spin, die haben ja im letzten Jahr auch mit einem anderen Modell begonnen. Die hatten auch keine Freischaltgebühr, dafür einen sehr hohen Minutenpreis. Mittlerweile sind die auch mit einem Freischaltgebühr von 1 Euro am Start und auch einen angepassten Minutenpreis. Dann haben ja diverse Anbieter auch noch Paketpreise. Der Markt muss sich da noch finden. Aber zurzeit kann man günstig mit den Teilen fahren. Was mir aufgefallen ist, die sind relativ häufig leer. Liegt vielleicht auch daran, dass sie so günstig sind und dadurch sehr populär und viel gefahren werden. Aber lange Rede, kurzer Sinn, gucken wir uns doch einfach mal den Scooter an. So, das ist jetzt hier der Bolt-Scooter. Man sieht auf den ersten Blick, sieht ein bisschen untypisch aus, also nicht wie die anderen Scooter. Ist halt sehr massiv, ist auch eine Eigenentwicklung. Mittlerweile die 4. Generation, das heißt, da ist schon ein bisschen was reingeflossen. Sehr stabile. Ja, vorne das Frontrohr, wie ich es mal nenne, kann man nichts gegen sagen. Auch generell natürlich sieht es sehr stabil aus, da wird wenig passieren, was ja auch Sinn macht im täglichen Einsatz, wenn der halt gemietet wird und nicht und dann auch mal umgekippt wird leider immer noch. Aber jetzt gucken wir uns die Details an. Oben fangen wir wieder an hier, mein großer Fetisch, würde ich jetzt gerne mal sagen, aber mein Steckenpferd Bremsen. Wir haben zwei Bremsen, zwei Handbremsen, die auch sehr gut ziehen. Das habe ich ja vorher schon mal probiert, als ich den Scooter hingefahren habe. Dann haben wir eine Drehklingel, wieder diese Drehklingel, die mir immer so komisch vorkommt, die aber scheinbar in anderen Ländern gang und gäbe ist. Ganz easy, wie bei den anderen Scootern. Wir haben einen Gasdrücker, Gashebel, Gaspedal, wie man es nennen möchte. Und der ist wirklich sehr angenehm. Hat eine sehr relativ breite Fläche. Man kann ihn auch länger problemlos unten halten, wenn man eine längere Strecke fahren muss. Wirkt ein bisschen nach billigem Plastik, aber ist trotzdem irgendwie sehr angenehm zum Drücken. Dann haben wir in der Mitte hier dieses Frontteil, da ist das Display drin, da sehe ich die Kilometer pro Stunde und die Akkuleistung. Da habe ich jetzt gerade einen Balken noch. Darüber ist der QR-Code zum Freischalten. Vorne ist das Licht integriert und das kann man halt auch noch im Winkel verstellen, wie man es braucht. Also alles prima hier oben. An der Seite haben wir noch einen Haken. Da kann man halt eine Tasche dranhängen, eine Tüte, was auch immer. Und wenn wir uns den Scooter jetzt unten angucken, haben wir ein sehr großes Trittbrett mit einer guten Beschichtung. Hier hinten ist auch nochmal Beschichtung dran, wenn man den Fuß irgendwie nach hinten schräg abstellt. Auch hier wieder alles sehr massiv. Zwei Reflektoren, da sieht man auch neue Scooter, da ist sogar noch die Schutzfolie drauf. Der Scooter ist modular aufgebaut nach meinen Informationen, sprich wenn ein Teil kaputt geht, kann nur das entsprechende Teil ausgetauscht werden. Da muss nicht der ganze Scooter aufwendig repariert werden. Hintere Teil ist logischerweise der Akku, der ist austauschbar. Ob der wirklich vor Ort ausgetauscht wird in Dortmund, dazu habe ich keine Informationen. Ist auf jeden Fall theoretisch möglich, vielleicht werden sie auch eingesammelt, muss man halt schauen. Ansonsten der hintere Teil sehr stabil, da kann man bestimmt auch noch mal jemanden draufstellen, was natürlich nicht erlaubt ist, steht auch hier oben, ein Fahrer pro Scooter, aber leider Leute immer noch machen. Dann haben wir halt hier noch den Ständer, der ist auch, ich würde sagen, auch wieder sehr massiv, ist beidseitig,
Man muss halt den Roller wirklich aufbocken, wie praktisch auch so eine Vespa und auch die neueren Tierscooter. Also es ist nicht so der klassische Ständer wie bei den meisten Scootern auf einer Seite, den man mit dem Fuß mal hoch und runter klappen kann. Und ja, das ist es im Großen und Ganzen. Und jetzt würde ich einfach sagen, das Wichtigste ist natürlich, wie fährt er sich? Macht er Spaß? Zieht er gut an? Und deswegen mache ich jetzt eine Testfahrt. Ja, jetzt bin ich eine Runde mit dem Bolt gefahren. Worüber ich vorher nicht gesprochen habe, sind die Reifen. Das sind Luftreifen, also keine Vollgummireifen. Die federn auch ganz gut, haben eine ordentliche Breite, habe sie jetzt nicht ausgemessen. Aber der liegt extrem gut auf der Straße. Und der Wendekreis, der wird sich nicht großartig gegenüber den anderen Scootern in der Größe verändert haben. Aber man kann halt auf kleinsten Raum wenden, weil er eine hohe Stabilität hat. Durch das große Trittbrett, durch das dicke, massive Rohr. Man konnte jetzt übertrieben gesagt auf der Stelle schon fast drehen. Fand ich sehr gut. Und man konnte auch ins Gelände fahren. Soll man natürlich nicht machen, aber auch ganz problemlos mal über ein Stück Wiese oder Acker, was das hier ist, ging das halt auch. Also ich bin super zufrieden mit der Fahrperformance. Generell hat der auch richtig Spaß gemacht. Der zieht gut an, hat mir immer die 20 km/h, die er Maximum halt liefern darf, auch angezeigt. Ist ja immer so eine Sache, ob es auf dem Display auch wirklich stimmt, was du dann in Wirklichkeit wirklich fährst, aber ich glaube es einfach mal. Gefühlt waren es halt auch 20 km/h. Für mich unterm Strich absolut der beste Scooter zurzeit in Dortmund. Hängt zusätzlich natürlich auch nochmal mit dem Preis zusammen, aber selbst wenn der gleich bepreist wäre wie die anderen, der macht einfach mehr Bock, würde ich mal wirklich sagen. Ist einfach auch nicer zu fahren, wie gesagt, durch diese Stabilität. Und wenn man das jetzt kombiniert mit dem Kampfpreis, also mit den aktuell 1 Cent pro Minute, ja, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Das einzig Negative ist, logischerweise, es gibt eine App, die ist nicht negativ, die funktioniert einwandfrei. Aber in der App sieht man ja das Gebiet, wo man fahren kann. Und das ist durchaus eingeschränkter als bei den anderen Scootern. Und auch am Anfang waren sie natürlich sehr präsent im Stadtbild. Mittlerweile muss ich öfter schon mal suchen, um einen zu finden. Und dann haben wir natürlich noch die Problematik, dass sehr viele auch leer sind, eben weil sie so günstig sind und viel gefahren werden. Da muss einfach mehr, sag ich mal, vielleicht in die Infrastruktur von Bolt investiert werden, dass die regelmäßiger ausgetauscht oder vollgeladen werden. Ansonsten, wie gesagt, bestes Scooter zurzeit in Dortmund. Ich freue mich drauf, die jetzt öfter zu benutzen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.